Es ist Freitag, Zeit für ein Nageltutorial. Es ist wieder Freitagabend und das Wochenende steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und ihr werdet noch ein wunderschöneres Wochenende haben. Heute werde ich mit euch mal die lange Mandel durchgehen. Und zwar, die sieht so aus. Ist quasi schon fast ein Stiletto, nur vorne leicht abgerundet. Das Ganze werden wir pinchen und mit einer Schablonverlängerung machen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Tipp machen, ist gar kein Problem. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch ohne Pinschen machen, aber Pinschen gibt dem Ganzen natürlich noch einen etwas schöneren Look, weil das Ganze dann auch schmaler wird und gibt dem Ganzen natürlich auch noch einen besseren Halt. Wenn euch das Video gefällt, gerne ein Abo dalassen, Daumen nach oben, Facebook, Twitter, Instagram und ja, wir starten einfach. So, die lange Mandel mit Schablone. Wir haben jetzt den Nagel vorbereitet, das heißt das alte Gel abgefräst, gefeilt und Primer und Haftgel aufgetragen. Wie das Ganze genau funktioniert, habe ich schon mal in dem Video gezeigt. Verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Fangen wir an mit der Schablone. Die Schablone von der Trägerfolie abziehen. Dann diesen Kreis möglichst mittig auf die andere Seite. Dadurch bekommen wir eine bessere Stabilität. Ich ziehe die Dinger hier immer auseinander. Das macht jeder anders, wie er möchte. So, und dann haben wir die Schablone schon mal vorbereitet. Dann nehmen wir uns den Finger, den wir verlängern möchten. Dann die Schablone unter den Nagel schieben und erstmal gucken, ob das Ganze so gut sitzen würde. Ich sehe jetzt, dass an dieser Seite noch ein bisschen eine kleine Lücke ist. Das heißt, ich schneide die Schablone jetzt erstmal mit einer Nagelschere ein. Ich schneide quasi hier einen kleinen Keil heraus, damit die Schablone etwas tiefer kommt. So, und dann gucken wir, dass die Schablone möglichst mittig im Nagel sitzt. Das heißt, der Mittelstrich sollte in der Mitte des Nagels sein. Und dann drücken wir die Flügel hier möglichst genau aneinander. Dann gucken wir nochmal, ob das alles so sitzt. Ich kann noch ein bisschen tiefer. So. Und dann langsam das Ganze an den Nagel anpassen. Worauf ihr achten solltet, ganz wichtig, ist, dass möglichst hier zwischen Nagel und Schablone keine Lücke ist. Genauso, dass es hier und hier vernünftig mit dem Nagel abschließt. Das heißt, dass die Schablone überall unter dem Nagel auch wirklich drunter sitzt, dass keine Lücke ist. Und, dreh mal kurz. Genau. Und dass die Schablone entweder gerade zum Finger oder tiefer guckt. Auf keinen Fall nach oben, weil sonst habt ihr so Sprungschanzennägel, die sind nicht so sexy. Und dann formen wir jetzt schon mal so ein bisschen unsere C-Kurve aus. Das macht ihr am besten, indem ihr hier unten das Ganze zusammendrückt. Und dann langsam das Ganze in die Form bringt, die ihr auch haben wollt. Gerne auch mal so von vorne drauf gucken. Da seht ihr nämlich wirklich gut, dass die Schablone mittig ist und die C-Kurve schön ausgeprägt ist. Und dann gefällt mir das jetzt schon ganz gut. Und ich fange jetzt an mit dem Gel. Am besten ist natürlich ein Glasfasergel. Habe ich jetzt leider noch nicht hier, ist aber bestellt. Denn dieses Glasfasergel hat feine Glasfaserpartikel eingearbeitet und dadurch
kann das Gel nach dem Pinschen nicht mehr in seine Ursprungsposition so zurück und dadurch bleibt das in der Position, wie wir es gepinscht haben. Das Gel funktioniert auch sehr gut, weil es ein hartes Gel ist. Aber für Pinschen ist am besten Glasfasergel. Das Ganze wird dann erstmal dünn auf dem Naturnagel aufgetragen. Und dann versuchen wir auf der Schablone uns unsere Nagelform, die wir gerne hätten, zu modellieren. Ich mach das Ganze ruhig ein bisschen dicker, damit das nicht direkt abbricht. Dann macht es direkt auch genauso lang, wie ihr es haben wollt, aber noch ein kleines Stückchen länger, denn ihr faltet das Ganze ja noch und dadurch könnt ihr die richtige Länge besser abwägen. Darauf achten, dass ihr wirklich an allen Seiten das Gel geschlossen habt. Das heißt, dass wirklich keine Lücken an den Seiten sind, wo eigentlich Gel hin sollte. Und gerne das Gel auch ein bisschen breiter auftragen, als die Form eigentlich ist, denn wir feilen das Ganze ja noch. Und es ist immer blöd, noch eine Schablone anzusetzen, weil irgendwo in der Ecke Gel fehlt. Deshalb lieber ein bisschen mehr als zu wenig und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann kommt das Ganze für 20 Sekunden in die Lampe, denn wir wollen das Ganze ja pinschen. Dann testet am besten erstmal irgendwie mit einem Nail Art Tool, ob das Gel nicht zu flüssig ist. Bei mir ist es das nochmal. Ich tue es nochmal für 10 Sekunden rein. So, das passt jetzt schon ganz gut. Jetzt löst ihr die Schablone vorsichtig vom Gel. Am besten hier an den Ecken anfangen. Vorsichtig. So. Und dann nehmt ihr eure Pinschzette und bringt deinen Nagel bzw. das Gel schon mal so leicht in die Form, wie es dann sein soll. Das heißt, wir drücken den Nagel jetzt schon so ein bisschen zusammen. Genauso wie das Gel wirklich vorsichtig. Dadurch formen wir die C-Kurve schon mal so ein bisschen aus. Und dann nehmen wir unsere Pinschklemme und setzen die am Nagel an und drücken das Ganze zusammen. Und dann kommt das Ganze in die Lampe zum kompletten Aushärten. Dann holt ihr das Ganze wieder aus der Lampe raus und entfernt die Pinschklemme. So, da habt ihr jetzt schon mal eine schön geformte C-Kurve. Da wir heute den schnellen Weg gehen wollen, werden wir jetzt das Aufbaugel drauf machen. Das heißt, wir modellieren den Apex. Ansonsten, wenn ihr French auftragen wollt, müsstet ihr diese Form jetzt erstmal zurechtfeilen und dann das French drauf machen und dann erst das Aufbaugel. Und da der Nagel ein bisschen länger ist, werde ich wahrscheinlich zweimal Aufbaugel drauf machen. Mal gucken, wie das jetzt so funktioniert. Beim Aufbaugel fange ich in der Mitte an, nehme erstmal so einen Tropfen raus, fange in der Mitte an, also hier ist die Bruchstelle, die dickste Stelle sollte hier sein. Und dann arbeite ich mich nach hinten
Und dann im Zickzack langsam nach vorne. Dabei darauf achten, dass ihr nicht die Haut berührt, denn dann läuft das Gel unkontrolliert in die Ränder rein und das ist blöd zu feilen. Da der Tropfen jetzt nicht gereicht hat, nehme ich natürlich noch einen zweiten. Und ziehe das Ganze dann nach vorne, nach unten. Noch einen schnellen Blick an die Seite, um zu gucken, ob der Apex getroffen ist. Und dann kommt das Ganze in die Lampe zum Aushärten. So, wie schon gesagt, ich werde noch ein zweites Mal Aufbaugel drauf machen. Da es ja ein recht langer Nagel ist, werde ich noch mal eine nicht ganz so dicke Schicht Aufbaugel drauf machen. Wenn das Ganze dann ausgehärtet ist, nehmen wir es wieder aus der Lampe raus, um das Ganze dann nachzufeilen und dann natürlich auch den Schellack aufzutragen. Entschuldigung, ich habe es versucht rauszuziehen, aber es ging nicht. Entschuldigung. Nochmal. So, wenn wir das Ganze dann ausgehärtet haben, nehmen wir es aus der Lampe raus und cleanern es natürlich ab und dann feilen wir jetzt erstmal die Form rein. Bei der Form sollten wir darauf achten, dass wir mittig im Nagel die Spitze hier haben. Also hier sollte so die Spitze liegen ungefähr. Und wir versuchen hier jetzt eine Mandel reinzufeilen. Ich fange dabei immer an den Seiten an. Mache mir die erstmal, die Seitenlinien schön. Dabei nehme ich wieder meinen Daumen als Abstandshalter, so dass ich nicht an die Haut komme am besten und den Kunden nicht verletze. Bei den Seitenlinien darauf achten, dass ihr hier keine Macke reinfallt, ganz wichtig, weil das sieht doof aus. Wenn ihr die Seitenfalt nur gerade am Nagel entlang, genauso wie die Seitenlinien, nur gerade, man sieht es vielleicht, so ansetzen und dann einfach nur gerade feilen. So haben wir die Seitenlinien schön. Fange ich jetzt langsam an, die Rundung reinzufeilen. Das heißt, ich mache jetzt mal die Ecken weg. Die andere Ecke weg. Und dann werde ich mich so langsam zur Form hinarbeiten. Jetzt ist es euch natürlich überlassen, wie spitz ihr den Nagel macht. Bei einer russischen Mandel ist es fast wie ein Stiletto, nur dass die Spitze so ein bisschen rund ist. Ja, guckt mal, wie es euch am besten gefällt und beziehungsweise der Kundin gefällt. Ich will es nicht ganz so spitz haben. So, haben wir schon mal ungefähr die Form drin. Dann falle ich jetzt erstmal den Nagel komplett an. Gucken, wo irgendwelche Gelreste auf der Haut gelaufen sind, das natürlich wegfallen, weil sonst kann gerne mal Luft unter den
Nagel bzw. unter das Gel kommen. Upsala. Dann natürlich auch den Apex schön ausformen mit der Feile. Das heißt, ich feile hier an der Nagelhaut, feile ich nach oben zum Apex hin, zum Hügel. Und hier vorne an der Spitze feile ich nach unten hin. Zwischendurch immer mal gerade von oben drauf gucken, denn da seht ihr am besten, wie die Form ist. Und das Ganze nochmal so abchecken, ob ihr wirklich an beiden Seiten gleich seid, ob ihr irgendwie schief gefeilt habt oder so. Und dann könnt ihr das nochmal ein bisschen ausgleichen. Deshalb immer mal von gerade von oben drauf gucken. Finde ich immer sehr wichtig. Auch die Seitenlinien immer mal wieder abchecken, ob da keine Macke drin ist. Das heißt, irgendwie ein Zacken reingefeilt ist oder wie auch immer. So, habt ihr es jetzt so gefeilt, dass es euch gefällt? Also ich finde es jetzt so eigentlich schon mandelig genug. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch noch schmaler feilen, dass es fast wie ein Stiletto wird. Aber ich finde es so schon mal ganz nice. Dann würde ich nochmal die Feile gerade unten ansetzen und noch einmal die Seitenlinien feilen, so dass ihr wirklich einen schönen geraden Nagel von der Seite habt, wenn ihr von der Seite drauf guckt. Wirklich gerade unten ansetzen und dann einfach entlang gehen. Und dann das Ganze noch einmal mit dem Buffer überall anrauen. Durch jede Ecke gehen, unter dem Nagel entlang gehen und dann haben wir die Form schon mal fertig. Ich fräse jetzt noch mal mit dem ganz dünnen Fräsbit, Bit unter dem Nagel und entferne dadurch so ein bisschen die Kante, die bei der Schablonenverlängerung entstanden ist. Beim Fräsen unter Nagel solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr den Fräskopf nicht bis zum Anschlag unter den Nagel haut. Das würde der Kundin mit Sicherheit wehtun. Zum anderen natürlich nicht zu viel wegfräsen, nicht dass das Gel zu dünn wird an manchen Stellen. Wirklich nur den Übergang so ein bisschen wegfeilen oder wenn ihr irgendwo Kanten habt, die ganz vorsichtig wegfräsen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch generell bei Kunden machen, auch wenn ihr Naturnägel habt. Denn dadurch könnt ihr so ein bisschen die Verfärbung unter dem Nagel entfernen und das sieht dann natürlich schöner aus und der Kunde ist natürlich auch zufriedener. So, ich werde jetzt den Nagel mit Shellac einstreichen und dann sind wir auch schon fertig. Das war es auch schon mit der langen Mandel heute. Ich hoffe, die Nagelform gefällt euch. Es ist eine der häufigst gewählten Nagelformen damals in meinem Studio gewesen. Mit der kurzen Mandel, geraden Nägeln, dann noch ab und zu ein Stiletto und Lipstick war sehr angesagt in den letzten Jahren. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, gerne ein Abo da lassen, Daumen nach oben, Facebook, Twitter, Instagram, das Ganze kennt ihr. Und ja, was bleibt mir anderes zu sagen? Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.